Bienvenidos a nuestro colegio. El Colegio Alemán de Santa Cruz de Tenerife está situado en Tabaiba Alta y es un colegio hispano-alemán reconocido oficialmente. Herzlich willkommen a unserer Schule. Die Deutsche Schule Santa Cruz de Tenerife befindet sich in Tabaiba Alta und ist eine offizielle deutsche Auslandsschule. Somos alrededor de 700 alumnos, desde la guardería hasta el bachillerato, que comparten el mismo campus escolar. Wir sind etwa 700 Schüler und Schülerinnen. Von der Kinderkrippe bis zur Oberstufe befinden uns alle in dem gleichen Schulcampus. Los niños pueden empezar desde los 2 años en la Kikri, nuestra guardería. La metodología de base es el principio de inmersión, es decir, los niños aprenden jugando en un entorno alemán. El Centro de Educación Infantil Kindergarten Alcoiris se compone de pequeños grupos en los que se mezclan los niños desde los 3 hasta los 5 años. La mezcla de estas edades fomenta el desarrollo de competencias sociales de los niños. A través de programas específicos de juego y aprendizaje, se fomenta el desarrollo individual, mientras que las diferentes actividades y el juego libre refuerzan la individualidad de los niños. Die K3-Plus-Klasse gibt es nun genau seit 2 Jahren und wurde mit dem Ziel errichtet, dass die K3-Kinder im letzten Kindergartenjahr noch einmal besser auf die Schule vorbereitet werden können. Wir haben hier 3 verschiedene Funktionsräume. Wir haben einmal den Sprachraum mit dem Schwerpunkt Spiele, den Bau- und Konstruktionsraum und den Kreativbereich. La biblioteca es un punto de encuentro importante para todos los alumnos, padres y profesores. Además, fomenta el aprendizaje de la lengua alemana y la lectura. Die Bibliothek ist ein wichtiger Treffpunkt für alle Schüler, Eltern und Lehrer. Sie leistet einen wichtigen Beitrag für den Lernen der deutschen Sprache sowie zur Leseförderung. Zauberwort ist vielleicht bedeutungsvolle Zusammenhänge. Das heißt für uns, dass wir Deutsch lernen in Zusammenhängen, in denen die Kinder aktiv sind. Also wir lernen den Deutsch natürlich nicht nur im Deutschunterricht, sondern wir haben ganz viele Aktivitäten in der Grundschule, die uns wichtig sind, die den Spracherwerb stärken. All unsere Aktivitäten stehen natürlich in einem Zusammenhang mit dem Unterricht, mit allem, was wir in der Schule tun. Sie sind niemals losgelöst. Und genau das bedeutet es, dass die Kinder mit der Sprache etwas verbinden. Also wenn wir mit dem iPad arbeiten, dann ist das ein Projekt, das die Kinder durchgängig begleitet, wo wir Applikationen nutzen in deutscher Sprache. Wir haben Projekte initiiert im Jahre 2016 und werden sie jetzt auch fortsetzen in diesem Schuljahr. Ein großes Spieleprojekt, das heißt, wir arbeiten mit Brettspielen in deutscher Sprache. Und da sieht man ganz gut, dass die Kinder ja ganz natürlich ihre Sprachkenntnisse einsetzen und erweitern.
unsere Praktikantinnen, die viel in differenzierenden Zusammenhängen, also fördernd tätig sind, dann sind sie natürlich die ganze Zeit deutsche Ansprechpartner. Das Schöne ist, dass wir beim Deutschunterricht an der Deutschen Schule die Möglichkeit haben, dass wir auch mit den Kleineren schon das Diskutieren üben können. Also die Schüler lernen von Beginn an, wie gehe ich mit meiner Meinung an, wie kann ich meine Meinung kundtun, wie kann ich meinen Sinn formulieren, meine Gedanken formulieren. Das Ganze führt dann dazu, dass sie bis in der 9. Klasse das Diskutieren schon verinnerlicht haben. Denn dort ist es dann am wichtigsten, dass sie bei Jugenddebattiert gut mitmachen können. Jugenddebattiert ist eine Simulation einer echten Debatte. 4 Schüler stehen dann auf der Bühne und bringen Argumente für oder gegen ein Thema. Die Grundkenntnisse, die hier gelegt werden, brauchen sie bis zum Abitur. Wir fördern das Ganze auch mit Zusatzkursen. Bei Jugenddebattiert gibt es eine extra AG, dafür eine extra Arbeitsgruppe, die Schüler, die das interessiert, noch einmal besser stützen. Bei Model UN, das wiederum ist auch eine Diskutier-AG, aber auf Englisch geht es dann noch heißer her. Bevor wir überhaupt zu diesen Konferenzen gegangen sind, hatten wir einen langen Vorbereitungsprozess hinter uns. Wir mussten nämlich sehr viele Recherche betreiben und Informationen suchen, da wir eine Meinung von einem Land vertraten, das nicht unser Land ist. Ich musste Informationen über die Politik dieses Landes suchen, über wie sie für unsere Umwelt da sind. Mein Vater hat die Garagen wieder aufgemacht. Die Schüler, die zu uns kommen, haben alle zusammen Deutschunterricht in der Klasse. Und da interessiert uns überhaupt nicht, welchen Pass sie haben. Ja, welche Nationalität im Pass steht. Und in dem Moment interessiert uns auch erstmal überhaupt nicht, wie gut, wie schlecht spricht jemand Deutsch. Und da passieren ganz tolle Sachen. Da helfen die Stärkeren den Schwächeren. Die Schwächeren schließen sich zum Teil zusammen, lassen sich helfen. Dann entstehen ganz neue Gruppen. The German school, all our lessons that we teach in English, are all taught in English, which might sound a bit obvious, but the obvious part is that we do not translate. We do not speak in Spanish, we do not speak in German, we speak only in English. And we expect the children to reply in English. However, they have a possibility if they don't understand, they can ask something in Spanish, but the teachers, we do not use Spanish, we do not use German. A partir de la clase 9, aprendemos francés. J'aime la France. Oui, moi aussi. Et ces vues sont très jolies. Tu as raison. Regarde. Là, c'est la petite France. Bueno, pues en este colegio atendemos a la asignatura de matemáticas en función de las dificultades que puede presentar el alumno en esta asignatura. Por lo tanto, hemos desarrollado el grupo de profesores de matemáticas un concepto para atender a la diversidad y ayudar al alumno que presenta dificultades en matemáticas y también aquel alumno que tiene una facilidad también para las matemáticas. El concepto consiste en lo siguiente, una vez a la semana los alumnos tienen disponibles 2 profesores de la asignatura que atienden al grupo. Muchas veces ese grupo se reparte en 2 niveles, uno de ellos es atendido por uno de los profesores y el otro por el otro. Las clases de bachillerato preparan a los alumnos a una carrera internacional. Aquí pueden presentarse al Abitur alemán y reciben una calificación de acceso a la Universidad Española. Also, ich bin in der 12. Klasse und dieses Jahr bereiten wir uns für das Abitur vor, das internationale deutsches Abitur. Hiermit haben wir die Möglichkeit, überall in der Welt zu studieren. Die allermeisten von uns gehen nach Deutschland, aber wir haben auch die Möglichkeit, hier in Spanien zu bleiben, zu studieren. Clave en el desarrollo de la personalidad. Los alumnos de las clases 5 y 6 aprenden a tocar un instrumento de viento en las clases de música. Además, la posibilidad de participar en los grupos de música bandita y banda.
comedor escolar tiene una cocina propia y pertenece a la red de ecocomedores de Canadá. Los alumnos también tenemos la posibilidad de ir en guagua al colegio. Hay rutas que van hacia el sur y hacia el norte, y por supuesto hacia Santa Cruz y La Laguna. Die Schüler haben die Möglichkeit, mit dem Bus zur Schule zu kommen. Die Busse fahren in alle Richtungen, in den Süden, in den Norden und auch natürlich nach Santa Cruz und La Laguna. Was macht die deutsche Schule Santa Cruz de Tenerife aus? Der Mensch steht im Vordergrund. Unsere Schülerinnen und Schüler werden zu eigenständigen, selbstbestimmten Personen herangezogen. Das geht natürlich dann auch einher mit der Steigerung des Selbstbewusstseins, aber auch eines vertrauensvollen Miteinanders, soziales Gefüge und hierzu gehört auch Respekt und Wertschätzung. Unsere Lehrerinnen und Lehrer verstehen sich als Lernbegleiter, Moderatoren und Impulsgeber und stoßen so die Arbeitsprozesse während des Unterrichts an. Unsere Schülerinnen und Schüler wiederum arbeiten in Teams, in Gruppen, versuchen sich zu ergänzen und zu unterstützen, was wiederum dafür förderlich ist, dass sie letztendlich selbstständig das Gelernte anwenden können. Gemeinsamkeit macht stark. Einer für alle, alle für einen. Lasst ihr euch mitnehmen in das abwechslungsreiche Abenteuer der deutschen Schule Santa Cruz de Tenerife.